What's up, Freunde? Ich hoffe, euch geht's gut und damit herzlich willkommen zu einem neuen Genshin-Video. Liebe Friends und Friendsies, heute geht es seit langem wieder um einen Standard-Banner-Charakter, nämlich geht es um unsere putzige Löwenzahnritterin, die liebe Jean aus Mondstadt. Jean war, wie ich finde, schon immer underrated und gleichzeitig ist sie ein sehr simpler Charakter. Seit dem Release von Furina ist sie sogar richtig gut und was es damit genau auf sich hat, erfahrt ihr jetzt. Let's go! Jean ist ein Support-Charakter, nämlich hat sie eine heilende Rolle und da sie Animo ist sie, wie die meisten anderen Animo-Chars, eine Debufferin. Man kann sie auch als Physical On-Field DPS bauen, das werden wir hier aber nicht besprechen, weil Physical Jean nicht viable ist. Ich würde es euch nicht raten, deswegen lassen wir das auch aus. Im Großen und Ganzen war es das auch schon, Jean ist ziemlich straightforward und damit kommen wir nun zu den Talenten. Jeans Normal Attacks sind egal, irrelevant, nicht leveln, easy. Jeans Elementarfähigkeit hingegen ist prinzipiell egal. Im Fokus steht natürlich Jeans Heilfähigkeit über die Burst, reden wir gleich darüber. Wenn ihr aber eine ausgeglichene Crit Ratio habt, könnt ihr die Elementarfähigkeit gerne mitleveln. Der Multiplikator ist echt hoch, das hier ist Level 6 by the way, bedeutet immer noch viel Luft nach oben, könnt ihr also, wenn ihr möchtet, für etwas extra Damage leveln, aber für die Hauptfunktion von Jean ist das nicht wichtig. Die Elementarfähigkeit könnt ihr untappen oder gedrückt halten. Beim gedrückt halten könnt ihr nahe Gegner an euch heranziehen und einige sogar hilflos schweben lassen, um sie anschließend wegzuschleudern. Ihr generiert dabei immer 2 bis 3 Partikel, was nicht so viel ist. Ihre Burst ist teuer, weswegen ihr relativ viel Aufladerate braucht. Wichtig ist, by the way, ihr verliert fortlaufend Ausdauer, während ihr die E gedrückt haltet. Das ist wichtig zu wissen, denn wenn ihr keine Ausdauer mehr habt, wird die E automatisch ausgelöst. Ist obvious, aber hier ist eure Bestätigung. Das sehr Positive ist, by the way, eure E hat einen Cooldown von nur 6 Sekunden und das ist richtig gut. Wenn ihr also mal zu wenig Energie habt, ist das nicht so bitter. Einfach noch eine E raushauen und gut ist. Ein kleiner Trick noch, nämlich könnt ihr teilweise sogar Local Legends mit eurer E picken und dann in die Luft schmeißen für enorm hohen Fall Damage. Ja, ihr könnt damit sogar die Local Legends killen. Das ist möglich und auch ziemlich witzig. Aber so viel zur Elementarfähigkeit. Die Burst ist Jeans wichtigste Fähigkeit. Die müsst ihr dringend leveln. Jean kann nämlich mit ihrer Burst das gesamte Team heilen, was für eine Furina beispielsweise perfekt ist. Dabei besteht die Heilsequenz aus 2 Phasen. Einmal die Initialheilung, die sofort stattfindet. Das ist auch sehr viel. Und die fortlaufende Heilung nach der Initialburst für alle Chars, die sich in Jeans Feld befinden, das ist eher weniger. Die Multiplikatoren sowohl für Damage als auch für die Heilung sind echt hoch. Dementsprechend eine super Fähigkeit, die auch nicht noch mehr Funktionen hat. Jean ist simpel. Punkt. Ihre Burst kostet halt 80 Elementarenergie. Es kommt öfter vor, dass euch mal die Energie fehlt. Aber mit einem Cooldown von 6 Sekunden auf der Elementarfähigkeit ist das gar nicht mal so bitter. Bezüglich ihrer Passivtalente kann sie das Team heilen, wenn sie Normal Attacks ausführt. Eine wichtige Funktion ist das nicht, aber ein lustiges Feature, vor allem in der Open World. Durch die zweite Passivfähigkeit kriegt ihr kurz gesagt 16 Elementarenergie zurück, nachdem ihr eure Burst benutzt habt. Das ist auch gut so, weil sie sonst energietechnisch sehr hart strugglen würde, also supi. Das war's auch schon mit den Talenten. Jean ist wie gesagt sehr simpel, das bedeutet Rotations! In einem Team mit Chlorint, Furina, Xingqiu und Jean sieht die Rotation folgendermaßen aus. Furina E, Furina Burst, Xingqiu E, Xingqiu Burst, Xingqiu E, Jean Burst, Chlorint Ungabunga. Jean ist by the way nicht ideal für dieses Team, aber es gibt ein Team, wo sie richtig gut performt. Mit Hu Tao C1, Furina, Yelan und Jean könnt ihr folgende Combo machen. Furina E, Furina Burst, Yelan E, Yelan Achseln, also Burst, Jean E, Jean Burst, Hu Tao E, Hu Tao Charge Attacks. Ihr braucht die C1, weil dann eure Charge Attacks keine Ausdauer verbrauchen, bedeutet ihr habt Ausdauer zum Dodgen und natürlich zum Canceln durch Dashes. Wahrscheinlich ist euch aufgefallen, dass wir in Teams mit Furina und Jean immer Hydro swirlen. Warum? Die Sache ist, Furinas Hydro-Figuren halten lange, sehr lange. Bedeutet, irgendwann müsst ihr Hydro swirlen, wenn schon nicht in der ersten Rotation. Deswegen müsst ihr auch dringend eure Furina gut bauen, damit ihr Damage und auch der Damage des anderen Off-Field-DPS richtig hart reinhaut. Natürlich kann man in der Theorie zuerst den Main-DPS swirlen, aber der Debuff hält nur 10 Sekunden. Ihr macht das am Anfang eurer Rotation. Lohnt sich in der Regel nicht, okay? Ihr könntet das aber umgehen mit Nivellet, Furina, ein Char eurer Wahl, wir nehmen Fischl und Jean. Hier macht ihr Furina E, Furina Burst, Jean E, Jean Burst, Fischl E, Nivellet Burst, Nivellet Charge Attacks. In diesem Team seid ihr aber unsicher vor Attacken, notfalls könnt ihr also Fischl mit Zhongli ersetzen oder auch mit Layla, da könnt ihr Gegner sogar einfrieren. Ihr könnt auch Mona reinpacken, um Gegner abzulenken.
abzulenken. Ihr könntet in der Theorie auch Venti reinpacken für Doppel-Animo und natürlich Grouping. Da geht viel. Wenn ihr Fragen habt bezüglich Rotations, dann fragt gerne. Alles gut. Reden wir aber jetzt über Jeans Waffen. Jeans beste Waffe, wenn es nur um Support geht, ist die Himmelsklinge. Wir haben eine hohe Base-Attack, sehr gute Aufladerate und eine Passivfähigkeit, die niemanden interessiert. Dafür stimmen aber eben die wichtigsten Faktoren, was diese Waffe zu einer sehr guten Support-Waffe macht. Jade Cutter ist DPS-technisch ihre beste Wahl, da kriegt ihr mehr LP und Angriff basierend auf eurer LP, was sehr wichtig ist. Ihre Heilung scaled mit Attack, habt ihr wahrscheinlich eben gesehen, von daher. Wenn ihr die Waffe habt, würde ich euch sogar eher die empfehlen, wenn ihr die Aufladerate gebalanced bekommt. Ayakas Waffe Mistsplitter ist auch sehr gut, wir haben Crit Damage und sehr hohe Base Attack, an sich eine sehr gute Wahl auf Jean. Ameno Makagoichi bietet euch zwar wenig Base Attack, aber dafür nochmal Attack Percent als Substat und auch noch extra Energie, wenn ihr eure Burst ausgelöst habt. Ihr kriegt einen Samen, jedes Mal, wenn ihr eure Elementarfähigkeit benutzt, das ist für Jean extrem gut, aufgrund des niedrigen Cooldowns, und sobald ihr eure Burst auslöst, kriegt ihr Energie für jeden Samen bei einem Maximum von 3. Ziemlich gut, müsst ihr aber verfeinern, damit der Effekt auch richtig reinhaut. Das Opferschwert wäre eine Möglichkeit, Favonius wäre eine Möglichkeit, beide haben viel Aufladerate, Jean braucht das, doch leider sehr wenig Base Attack mit 454. Trotzdem eine Sache, die absolut viable ist, wenn ihr einen Doppel-Attack-Build habt. Wolfszahn würde eure Elementarfähigkeit und Burst verstärken, das ist natürlich schön, mit etwas Crit-Rate und einer okayen Base-Attack. Könnt ihr ausrüsten für mehr Damage und einen Crit-fokussierten Build? Thema Aufladerate könnte schwer werden. Als reiner Crit-Statstick geht auch das schwarze Schwert, keine gute Waffe auf ihr, weil die Effekte nichts bringen, da lieber Armee-Nummer, aber notfalls geht das auch. Generelle Attack-Scaler-Waffen wie Kagutsu bei Ishin und Drachenschrei können ausgerüstet werden. Ist natürlich supi, merkt euch nur, dass ihr die Aufladerate gebalanced bekommen müsst, das ist wichtig. Windfalke, by the way, Jeans eigene Waffe, gibt euch einen Bonus auf Physical und Attack. Bedeutet, es ist ihre Physical-Waffe, würde ich euch wirklich nicht raten. Wenn ihr Physical Jean bauen wollt, warum auch immer, ist diese Waffe das Tor dahin. Ich wollte es kurz erwähnt haben, aber gebt diese Waffe lieber Bennett und gebt Jean Himmelsklinge oder irgendwas anderes, was mehr Sinn ergibt. Soviel zu den Waffen, kommen wir nun zum nächsten Part, nämlich zu den Artefakten. Artefakte-technisch gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit und das ist das 4-Piece Animo-Set. Ihr macht mehr Damage mit Swirls, shreddet die Resistenz eurer Gegner basierend auf dem geswirlten Element. Das ist genau das, was eure Jean möchte. In der Theorie, wenn ihr eine Jean bauen wollt, die Damage drücken soll, könnt ihr auch 2-Piece Attack, 2-Piece Animo ausrüsten. Das geht natürlich auch, aber ihr könnt auch eine Damage reindrückende Jean bauen, die 4-Piece Animo trägt, also eigentlich Schwachsinn. Wenn ihr keinen Bennett im Team habt und ihr habt Attack Scaler im Team, könnt ihr auch rein theoretisch 4-Piece Noblesse ausrüsten. Nur finde ich es verschwendet. Sie ist ein Animo-Character. Bitte gebt ihr das 4-Piece Animo-Set und gut ist. Die Main-Stats sind auf den ersten Blick komplex. Und ich glaube, Jean ist echt der härteste Char, wenn es darum geht. Erstmal, ihr wollt mit Jean so um die 180% bis 200% Aufladerate anpeilen, okay? Das ist das Wichtigste. Und genau dementsprechend wollt ihr eure Main-Stats anpassen. Sagen wir jetzt mal, ihr spielt das Opferschwert auf Jean. Ihr habt Aufladerate, dann sind die Main-Stats, Angriffprozent, Angriffprozent und Heilungsbonus oder nochmal Angriffprozent. Wenn ihr aber Favonius spielt, wo ihr critten möchtet für den Passiveffekt, dann spielt ihr Angriffprozent, Angriffprozent, Crit Rate Circlet, okay? Wenn ihr eine Waffe spielt mit viel Base Attack, wie die Himmelsklinge, könnt ihr auch Attack Percent, Animo Damage Bonus und Crit spielen. Wenn ihr aber eine andere Waffe spielt, Ayakas zum Beispiel, die keine Aufladerate hat, ihr müsst ja an diese 180% bis 200 kommen, dann könnt ihr auch Aufladerate Prozent, Angriffprozent und Heilungsbonus oder Angriff oder Crit ausrüsten. Das klingt komplex, ich weiß, aber ist es nicht. Eure Aufladerate muss stimmen und wenn die stimmt, könnt ihr die Main Stats dementsprechend anpassen. So einfach ist das eigentlich. Ihr könnt mich aber gerne fragen, welche Main Stats ihr braucht. Postet dafür in die Kommentare eure Waffe und ich verrate euch die Main Stats. Subsets braucht ihr Aufladerate und Angriffprozent, das ist wichtig, damit Jean funktioniert. Crit-Werte sind optional, damit sie härter reinhaut, wäre das aber nice, ist bei ihren Multiplikatoren wirklich nice to have. So viel dazu, wie sieht meine Jean aus? Meine Jean ist hard basic. Sie hat eine okaye Attack, sie hat um die 200% Aufladerate mit 4-Piece Animo. Ich wollte nur ihre Support-Funktion, die habe ich und die ist auch gut genug. Meine Waffe kennt ihr ja schon. Was die Artefakte angeht, hat sie eine Sanduhr mit Angriffprozent, einen Kelch mit Animo-Schadensbonus und einen Haarreif mit Crit-Schaden. Wobei KT besser wäre oder sogar Attack Percent oder halt irgendwas zum Heilen. Aber leider habe ich keinen. So funktioniert sie aber immer noch gut genug und erfüllt ihren Hauptzweck. Wie dem auch sei, Constellations. Jeans C1 verstärkt die Anziehungskraft eurer E und gibt euch einen Damage
Cashbonus von 40% auf eure E. Das ist ganz okay, aber absolut kein Must-Have. C2 hingegen erhöht die Bewegungs- und Angriffsgeschwindigkeit eurer Truppmitglieder, wenn Jean Elementarpartikel oder Kristalle einsammelt, um 15%, was eine gute Con ist. Charaktere wie Yoimiya, Alekino, Wanderer, Ayato und auch Chlorinth können hiervon sehr stark profitieren, sehr gute Con. C3 erhöht die Burst und Relevel, schön. C4 ist Jeans beste Con, nämlich verringert sie den Animo-Widerstand aller Gegner in ihrer Burst um 40%. Das ist richtig gut und in Mono-Animo-Teams mit Wanderer und Chao beispielsweise richtig, richtig stark. Vor allem Wanderer würde dann aus der C2 und C4 profitieren, was natürlich perfekt ist für ihn. C5 erhöht die Elementarfähigkeit, juckt niemanden und C6 ist leider nicht gut. Kurz gesagt verringert sich euer Schaden innerhalb der Burst-Area um 35%. Auch eine Weile, wenn ihr die Area schon verlassen habt, ist völlig egal, weil Jean eine Heilerin ist, die sogar dauerhaft heilt. Ist also wirklich schwachsinnig, bringt euch überhaupt nichts. Ich will mich hier kurz fassen. Jeans C4 ist geisteskrank gut, Jeans C2 ist sehr gut. Alles andere könnt ihr ignorieren, auch wenn ihr keine Wahl habt. Man kann Jean nicht gezielt pullen, aber dann wüsstet ihr wenigstens, wo ihr euch sehr stark freuen könnt. Teams. Mein erster Gedanke bei einem Jean-Team ist Neuvillette, Furina, Jean und ein Char eurer Wahl. Im Rotations-Part haben wir Fischl benutzt, da gehen aber sehr viele, skippt dafür gerne zum Rotations-Part. Jean spielt hier öfter mit Furina, weil ihr 4-Piece Animo plus Gruppenheilung habt. Das ist richtig gut und synergiert perfekt mit Furinas Kit. Ein Team, was ich auch probiert habe, war Chlorinth, Furina, Xingqiu oder Yelan und Jean. Hier fokussiert ihr euch darauf, den Personal Damage von Chlorinth zu erhöhen, da ihr aber Hydro-Swirlen werdet. Pusht ihr auch den Damage von Furina und Xingqiu hoch. Yelan wäre hier, by the way, besser, weil ihr Doppelhydro spielt. Bedeutet, sie buffen sich damit, also Furina und Yelan. Super gutes Team, was überraschend gut funktioniert hat. Ein anderes Team wäre Navia zusammen mit, wer hätte es gedacht, Furina, Layla und offensichtlich Jean. Hiermit könnt ihr Gegner sogar zeitweise einfrieren, hat sehr gut funktioniert. Achtet nur darauf, dass ihr Hydro swirlt und nicht Kryo, dann ist alles supi, super nices Team. Ein anderes Team wäre Ayaka, noch jemanden, dessen Namen ich nicht schon wieder sagen möchte, Shenhe und Jean. Rein damage-technisch kann das Team sehr hart reinhauen. Problem ist nur, dass ihr keinen Grouper habt. Wenn das für euch keine Hürde ist, dann go for it. Aber Grouping war schon immer Ayakas Problem und nur ein Kasua kann das in der Regel beheben. Zu guter Letzt, wer auch extrem gut ist, kam auch im Rotations-Part, ist Hu Tao auf C1, Furina, Yelan und Jean. Hier habt ihr Doppelhydro, bedeutet, dass eure Hydro-Chars beide davon profitieren, aber auch Hu Tao, da sie eben auf LP scaled. Der Buff von Furina ist auch in der Regel so gut, dass eure Hu Tao megamäßigen Damage macht, auch wenn sie über 50% HP ist. Von daher ein sehr fairer Trade und ein extrem gutes Team, was ihr nicht auf 10-0 spielen solltet, weil eure Hutter dann sehr anfällig ist. Das ist in der Regel nicht gut. So viel dazu. Jean passt eigentlich so gut wie überall rein und dient euch als Ersatzcharakter, bis ihr jemand passenderen habt. So habe ich sie damals behandelt und dafür, als Ersatz quasi, ist sie richtig gut und in meinen Augen bis heute, selbst nach Furinas Release, ein Charakter, der sehr stark underrated ist. Wie dem auch sei, das war's dann auch schon mit dem Video. Die letzten drei Videos sind gleich in der Endcard zu sehen. Folgt mir auf Twitch, ich streame manchmal, Links in der Beschreibung. Und damit sage ich, ciao, arrivederci, möge das Resin mit euch sein und bis zum nächsten Mal.